بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Brüder und Schwestern, Alhamdulillah, gut, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wir loben ihn erstmal, dass er uns heute hier versammelt hat. Und möge Allah diese Sitzung zu etwas Nützlichem für uns machen und uns etwas vom Wissen weiterbringen. Denn dieses Wissen ist, Alhamdulillah, wirklich eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen hat der Prophet sallallahu gesagt, man kharaja fi talab al-ilmi, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَتَّى يَرْجِعِ. Wer rausgeht, ja, um Wissen zu bekommen, der ist فِي سَبِيلِ اللَّهِ, das heißt wie im Jihad, bis er zurückkommt. Warum? Weil hier geht es nicht um das Wissen, einfach wie backe ich ein Brötchen, sondern hier geht es darum, wie kommt man ins Paradies. Und deswegen das erste Wort, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, ist اِقْرَى, lies. Also wie gesagt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Alhamdulillah. Und Ich habe erstmal eine Frage an euch, inshallah, weil ich habe eben schon gehört, dass er das erwähnt hat. Und also das Thema von heute, sagen wir erstmal das Thema von heute. Das Thema ist heute ein Thema, das mit Tawhid zu tun hat. Und das ist das Thema Verbot von Bildern im Islam. Jetzt würde ich euch mal fragen, was heißt Tawhid? Kann mir einer sagen, was Tawhid bedeutet? Schämt euch nicht, wenn ihr was falsch sagt, ist kein Problem, weil wir können das jetzt verbessern. Wenn du jetzt was Falsches sagst, ist kein Problem, braucht euch nicht zu schämen. Ein Gott glaube, ja okay. Linguistisch, weißt du, was linguistisch Tawhid bedeutet? Nur sprachlich? Es kommt von dem Wort Wahada yuwahidu tawhiden, das heißt eine Sache eins machen. Du hast jetzt gesagt, ein Gott glaube. Jetzt frage ich euch, was denkt ihr denn, was hat das Verbot von Bildern mit dem Ein-Gott-Glauben zu tun? Weil ich habe gesagt, wir reden heute über ein Thema, das mit Tawhid zu tun hat. Und dann habe ich gesagt, Verbot von Bildern. Was hat das damit zu tun? Ja, jetzt ist Gott. Und ja. Da brauchst du es Gott nicht mehr perfekt. Wieso? Ja, du bist vielleicht auf der richtigen Spur, aber... Wenn du Gott mangelhaft darstellst, mit jedem Bild. Du kannst nicht Gott, Gott ist perfekt. Egal wie du zeichnest ihn nicht perfekt. Ja, okay, jetzt redest du, der Bruder hat was Gutes gesagt. Er hat gesagt, damit die Frauen das auch hören, wenn man Gott zeichnet, dann stellt man Gott mangelhaft dar. Weil man kann, Gott ist perfekt. Und wenn wir etwas malen, wir können Gott nicht perfekt malen. Richtig. Das ist natürlich streng verboten, Gott zu zeichnen. Weil du kannst dir gar kein Bild von ihm machen. Aber ich habe jetzt nicht nur über Gott zeichnen geredet, weil das ist sowieso ohne Zweifel Haram und Schirk. Das ist gar keine Frage. Ja, Gott zu zeichnen ist eine Unverschämtheit. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ja, weil... Wir können Gott gar nicht zeichnen. Warum können wir ihn nicht zeichnen? Weil Allah sagt im Koran an einigen Stellen, in Sure Shura, Vers 12, Leisa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Und Allah sagt in Sure 19, Vers 65, Helta ala mulahu samir, kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Und Allah sagt in Sure 112, Walam yakullahu kufuwan ahad, niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, alles, was wir malen, ist irgendein Bild, was wir uns vorstellen, ja, aber das kann immer nur etwas sein, was wir in unserer Umgebung schon wahrgenommen haben. Das heißt, wir können Gott nicht malen. Deswegen sagt man auch, وَكُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. Alles, was dir in den Sinn kommt, so ist Allah anders. Das heißt, wir können uns Allah gar nicht vorstellen. Allah ist über unserer Vorstellungskraft, weil er ein Wesen ist, unabhängig von Raum und Zeit. Das heißt, wie kann Allah subhanahu wa ta'ala bei uns im Gehirn vorstellbar sein? Und aber darüber rede ich nicht, sondern das Thema ist, im Allgemeinen ist das Thema Bilderverbot. Nicht Bilderverbot, Allah zu malen.
Hat einer eine Idee, was Bilderverbot von Allah, von anderen, von Geschöpfen mit Tauhid zu tun haben kann? Hat einer eine Idee? Hat oft zu Schirk geführt. Es besteht die Gefahr, dass die Bilder angebetet werden können. Genau. Der Bruder hat gerade gesagt, es hat oft zu Schirk geführt. Genau. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus bin. Das ist der erste Punkt, dass das Bilder machen oft, er hat gesagt, zu Schirk führen, eine Wasila zum Schirk war. Ja? Ein Mittel dazu, was zum Schirk geführt hat, dass die Bilder angebetet wurden. Und von Bildern, wenn ich sage Bilder, Surah, da meine ich jetzt nicht nur ein Bild, was gezeichnet ist, sondern auch Skulpturen, meine ich damit. Ja? Das war der erste Punkt. Was ist der zweite Punkt im Schirk? Vielleicht kommt jemand auch auf noch eine andere Idee, weil du hast genau dasselbe gesagt. Der zweite Punkt ist, hier müssen wir erstmal, Tauhid gibt es in drei Kategorien. Oder die Ulama haben Tauhid in drei Kategorien eingeteilt. Kennt jemand diese Kategorien? Kennt jemand? Sie schämen sich, ich weiß nicht warum. Das haben wir oft genommen. Ist egal. Okay, dann rede ich. Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Asma'i wa Sifat. Eben das mit der Anbetung, was wäre das? Erstmal Tauhid Rububiyyah heißt die Einzigkeit Gottes in seiner Herrschaft, dass er der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist. Wenn jetzt jemand sagt, und das ist etwas, was viele Muslime heute missverstehen, wenn die sagen La ilaha illallah, dann verstehen die darunter La Rabb illallah. Es gibt keinen Schöpfer, weil Rabb, das Wort Rabb, beinhaltet drei Begriffe. Schöpfer, das heißt Khalik, dann Besitzer, Mulk, und der es lenkt, Tadbir, Mudabbir. Ja? Das heißt Schöpfer, Lenker, Herrscher. Das wird alles beinhaltet in Rabb, auch noch Rasik und diese ganzen Sachen. Aber viele Leute, wenn man sie heute fragt, was bedeutet La ilaha illallah? Und auch Leute, die das bezeugen, die sich Muslime nennen, die meinen damit, wenn du sie fragst, ja, okay, es gibt keinen Gott außer Allah, was ist für dich Gott? Dann sagt er ja, unter Gott verstehe ich, der alles erschaffen hat, der alles erhält, der Macht über alle Dinge hat. Dann sagen wir zu ihm, der Glaube, den du hast, warum hat das, was du jetzt sagst, warum hat das Abu Talib daran gehindert und Abu Lahab und Abu Jahl zu sagen, La ilaha illallah. Warum? Weil Abu Jahl und Abu Talib und Abu Lahab haben dasselbe geglaubt. Was ist unser Beweis? Wenn ich euch sage, die haben dasselbe geglaubt, müsst ihr sagen, wo ist dein Beweis? Dass nicht irgendjemand kommt, erzählt dir einen vom Weihnachtsmann, ja, das ist so und so und bei uns in der Gruppe ist dies und das und wenn du dort und dort hinpilgerst, dann kriegst du das und das und bei uns, da gibt es hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen gibt es einen besonderen Gelehrten, der kann dir alles erzählen und der kann bei dir am jüngsten Tag Fürsprache machen, du musst nur zu ihm gehen, dich vor ihm niederknien. Wir sagen, wo ist der Beweis vom Koran? Das ist nur, was ich gesagt habe. Der Beweis ist im Koran. Allah sagt im Koran, Kull, sprich Muhammad. Kull heißt sprich. Muhammad soll sprechen. Wer versorgt euch? Was ist Risk? Yarzukukum kommt von Risk. Das heißt, das, was du atmest, das, was du isst, das, was du trinkst und viele andere Dinge. Das heißt, wer versorgt dich von Yarzukukum minas sama'i wal ard? Wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten hervor? Was ist das alles? Das ist alles Rububiyyah. Er ist derjenige, der versorgt. Er ist derjenige, der erschafft. Er ist derjenige, der Macht über alle Dinge hat, über Gehör und Gesicht. Er ist derjenige, der das Tod aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten. Was sagen die Mushrikun? Allah, sagen die. Allah. Das heißt, da haben die dran geglaubt. Aber wo war denn ihr Fehler? Sie haben andere neben diesem Gott angebetet. An anderer Stelle sagt Allah, dass Allah, der Herr, dass, wenn man sie fragt, wer ist der Herrscher des gewaltigen Throns? Ja, dann sagen sie Allah. Und wer hat die ganze Macht? Sie sagen Allah. In Surat al-Mu'minun. Und guck mal, hier ist das Problem, weil was war ihr Fehler? Ihr Fehler war, dass sie neben Allah andere angebetet haben. Das war der Fehler.
Das heißt, ihr Fehler war nicht in der Rububiyya. Deswegen reicht das, wenn du sagst, La ilaha illallah, reicht das nicht, wenn du darunter verstehst, es gibt keinen Schöpfer, Lenker, Herrscher außer Allah. Weil das haben die Muschrikun schon geglaubt, aber es hat die nicht davor geschützt, für alle Ewigkeit in die Hölle zu gehen. Jetzt gehen wir wieder zurück in dieser Rububiyya. Meint ihr, diese Bilder machen, kann auch in der Rububiyya Schirk sein? Oder in der Rububiyya, in der Herrschaft von Gott, in der Schöpfung von Gott, ein Fehler sein? Was meint ihr? Ich sage ja. Warum? Weil der Prophet sagt, أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُدَعِهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ. Diejenigen, die am meisten, die heftigste Strafe am jüngsten Tag kriegen werden, sind diejenigen, die versuchen, mit Gott zu konkurrieren in der Schöpfung. Und wenn du versuchst, ein Bild von dir selber herzustellen, eine Skulptur, ist das so, als wenn du dich als Schöpfer darstellst. Und wie nennt man jemanden, der eine Skulptur herstellt? Wie nennt man den? Man nennt ihn Musawir. Und was sagt Allah im Koran über seinen Namen? Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Und so weiter und so weiter. Al-Khalikul Bariul Musawir. Das ist ein Name von ihm auch. Das heißt jetzt, in diesem Sinne geht das in die Richtung rein. Ja? Und der Prophet sagt, dass der zu denjenigen Leuten gehört, die die härteste Strafe gehören. Jetzt kommen wir aber zu dem anderen Punkt, zu der anderen, wir haben gerade Rububiyya erklärt. Wo hat jetzt Abu Lahab und Abu Jahl, wo haben die den Fehler gemacht? In der Anbetung. Das heißt, sie haben geglaubt, Allah ist der größte Gott, aber sie haben andere neben ihm angebetet. Das heißt, wenn ich das brauche, wenn ich ein Kind brauche, bete ich den an. Wenn ich Regen haben will, bete ich den an. Wenn ich das haben will, bete ich den an. Und diese Leute bringen diese Sache zu Allah hoch. Das war ihr Fehler. Was ist der Beweis dafür, Herr Vogel? Herr Vogel, was ist dein Beweis dafür? Der Beweis ist im Koran. وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Und diejenigen, die neben Allah sich Götter nehmen. Gott heißt übrigens immer Allah, Ma'bud, Ilah heißt Ma'bud, was angebetet wird, dem Ibadah gewidmet wird, sagen die, wir beten die nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Damit sie uns Allah näher bringen. Die haben also nicht gedacht, das sind die Dinge, die das erschaffen, die Macht haben. Die haben gesagt, Allah hat die Macht, aber diese Dinge helfen uns, dass das näher bringt. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Das war der zweite Punkt. Und sie beten neben Allah an, was ihnen keinen Nutzen bringt, keinen Schaden bringt, und sagen, diese sind unsere Fürsprecher bei Allah. Und die wahre Religion Gottes, der Islam, der mit allen Propheten kommt, hat jede Anbetung, die jemand anderem gewidmet wird, außer Allah, strikt verboten. Das heißt, wenn du um Hilfe rufst, und ich meine nicht in Hilferuf, ein Istirafa, wo jemand dir gegenübersteht, du bist am Ertrinken und du rufst ihn, hey, rette mich. Oder du bist irgendwo oder irgendwo ist jemand, der dir helfen kann, du siehst ihn. Somit, ich meine damit, du bist zum Beispiel, wie bei einigen Leuten, die haben ein Bild von ihrem Scheich zu Hause hängen, ja, und haben das mit Schmuck ausgeschmückt. Und dann gehen sie jeden Morgen an das Bild und sagen, oh Scheich, beschütze uns heute. Was ist das? Das ist Schirk, ist das. Ganz klar und eindeutig. Und wir sagen vielleicht, ja, wo ist das? Das gibt es ohne Ende. Das gibt es ohne Ende. Ihr müsst mal gucken, was die Leute mich jetzt attackieren wegen diesen Sachen. Pierre Vogel, Wahhabit. Was ist ein Wahhabit? Ja, ein Wahhabit ist jemand, der sagt, man darf nur Allah alleine anbeten. So eine Frechheit aber auch. So ungefähr kommt es rüber. Ja, natürlich, was ist denn Islam? Oder sind wir wieder im Christentum gelandet? Ja, wenn ich etwas suche, rufe ich den heiligen Antonius an. Oh, heiliger Antonius, zeig mir, wo das verloren ist. Wenn ich auf Reise gehe, rufe ich den heiligen Christopher. Ja, wenn ich Regen rufe, rufe ich den Petrus an. Ja, und zwischendurch betet man mal Gott an. Genau dasselbe in Grün. So siehst du diese Leute heute, ja. Ja, dies, oh, Abdulkade, oh, dies oder das. Selbst manche Leute, die von ihnen angebetet werden, sind gute Leute gewesen. Manche beten den Propheten Muhammad s.a.w. an. In Yom al-Arafa, in Yom al-Arafa, in der Kaaba, wo das am besten ist, dass wo deine Dua inshallah angehört wird, der heiligste Ort der Welt, die machen Tawaf um die Kaaba und die rufen, ja Hussein,
Schenk mir ein Kind. Ja, Hassan, helfe mir hier. Ja, so und so, helfe mir dort. Und was sagt Allah zu dir, subhanahu wa ta'ala, im Koran? وَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Wenn dich deine Diener nach mir fragen, so bin ich na ujibu da'wata da'ifa da'an. Und ich beantworte die Dua des Bittenden, wenn er mich bittet. Das heißt, wofür gehst du zu einem anderen? Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Was sagt Allah weiter im Koran? Er sagt, قَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Er sagt, und euer Herr hat gesprochen, macht Dua zu mir, betet mich an und ich werde euch antworten. Das ist ein Versprechen von ihm. Warum erniedrigst du dich und du gehst zu der Schöpfung? Und der Prophet sagt zu Fatima, und der Hadith ist in Sahih Muslim, sagt er, Ya Fatima bint Rasulillah, salini ma shi't. Salini ma shi'ti. Frag mich, was du willst. La uni anki min Allahi shay. Frag mich von den Sachen, im Diesseits Geld, was du willst. Aber vor Allah kann ich dir nicht helfen. Das sagt der Prophet zu seiner Tochter, die zu den Menschen gehört, die ihm am liebsten sind. Sagt er das. Was sagt der Prophet? La tutruni kama atrad Nasara ibn Maryam. Übertreibt im Lob zu mir, nicht so wie die Christen im Lob zu dem Sohn der Maria übertrieben haben. Innama an abdun. Ich bin nur ein Diener. Fakulu abdullahi wa rasulu. So sagt Diener Allahs und sein Gesandter. So. Das heißt, hier war der Fehler, dass sie andere angebetet haben neben Allah. Und was ist mit den Bildern? Die Bilder ist die erste Wasila, die zum Schirk geführt hat. Die Menschen waren am Anfang auf Tauhid gewesen. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass Adam der erste Mensch ist und Adam ist der erste Prophet und hat keinen Schirk begangen. Dass er einen Befehl nicht ausgeführt, ist kein Schirk. Sondern Schirk ist, es ist eine Ma'asiyah, eine Sünde, und Schirk sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zum Beispiel, jemand trinkt Alkohol. Ist er deswegen jetzt aus dem Islam rausgeflogen? Nein, ist eine Sünde. Aber wenn jemand sagt, ja, wenn jemand jemand anderen anbietet oder etwas anderes glaubt, oder Jesus anbietet oder irgendjemand anbietet, dann ist das Schirk, das ist etwas, was aus dem Islam rausbringt. Das heißt, der erste, am Anfang hatten die Menschen Tauhid gehabt. Jetzt kommen zu dir einige Schlauberger, vielleicht in der Schule auch, die werden zu dir kommen, die werden zu dir sagen, nö, das stimmt gar nicht. Das hat sich so entwickelt, ganz intelligent. Wie die Evolution. Am Anfang gab es viele Götter und später sind die alle zu einem Gott geworden. Dann gab es das Judentum, das war das erste Mal, wo der Monotheismus aufgetreten ist. Und dann sagt er, ja, was ist sein Beweis dafür? Erstmal sein Kopf, ja, weil, ist logisch, primitiv. Zuerst war es primitiv und nachher wurde es fortgeschritten, ja. Erstmal primitiv, viele Götter, dies, das, und nachher wurde es fortgeschritten. Dann sagen wir, ja, was ist mit der katholischen Kirche? Ja, es wurde zu einem Gott gemacht, nachher gab es wieder 1000 Heilige, die angebetet werden, oder wie? Guck, jetzt, was ist der nächste Beweis von ihm dafür? Also der erste Beweis, den kannst du schon mal in die Mülltonne kloppen. Der zweite Beweis ist, er sagt, ja, wir haben Ausgrabungen von vor 10.000 Jahren und da haben wir Götzen gefunden von Leuten, die Götzen angebetet haben. Siehst du, das ist der Beweis. Und Juden gab es später, also die Götzen wurden angebetet, dann gab es vorher keinen Monotheismus, keinen Eingottglaube. Was sagen wir zu dem? Was sagen wir zu dem? Wir sagen zu dem erstmal, wo ist eigentlich deine Garantie, dass es vor diesen 10.000 Jahren an derselben Stelle keinen Tauhid gab, keinen Eingottglauben. Punkt 1. Punkt 2 sagen wir, welche Götzen willst du denn finden, die darauf hindeuten, dass nur ein Gott angebetet wird? Weil der wahre Gott, glaube, der hat keine Götzen. Das heißt, du kannst auch bei Ausgrabung kannst auch keine Götzen finden. Du kannst Götzen nur finden dort, wo Polytheismus herrscht, wo mehrere Götter angebetet werden. Mehrere falsche Götter. So, das heißt. Und jetzt frage ich euch, wann ist der erste Schirk passiert? Wir haben gesagt, Adam war der erste Muslim, der erste Gottergebene. Wann ist der erste Schirk in der Menschheitsgeschichte aufgetreten? Bei welchem Propheten und Gesandten? Hat einer eine Idee? Komm, rat mal. Wer bietet mehr? Du, was denkst du? Mashallah, warum sagst du es nicht direkt? Guck, alle hier am Verstecken. Nur, a.s. Genau. Und wie ist das bei Nuh passiert? Und das wird uns verdeutlichen,
wieso Bilder eine Wasila, ein Mittel zum Schirk sind. Es gibt verschiedene Überlieferungen über die Geschichte. Ich erzähle euch eine ungefähre Geschichte, wie es passiert ist. Es gab bei den Vorvätern von Nuh, gab es 5 Salihin, rechtschaffene Menschen. Wad und Waswa'un wa Yaguth wa Ya'uq wa Nasr. Diese 5. Ist in Surat Nuh, es ist Surah 71 im Koran. Und diese 5 Leute, die sind gestorben. Und als sie gestorben sind, kam der Scheitan und hat gesagt, es gibt wie gesagt verschiedene Überlieferungen von der Geschichte, macht doch Bilder von denen, damit ihr euch an diese Menschen erinnert. Und wenn ihr euch an diese Menschen erinnert, dann wird das euch dazu motivieren, mehr Ibadah zu machen. Mehr Gottesdienst zu machen. Das heißt, ja, du siehst diesen Menschen, das ist mein Vorbild. Guck, da hinten steht das Bild von dem. Oh, das war so ein guter Mensch, wir müssen Ibadah machen für den. So. Dann in der nächsten Zeit, dann später, eine Generation später, kam er dann zu den Menschen, wo immer mehr Wissen verloren gegangen ist, kam er zu ihnen und hat gesagt, guck mal, wenn ihr bei denen zu Allah betet, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass euer Gebet angenommen wird. Das heißt, du stellst dich neben die Skulpturen und dann betest du zu Gott. Ist das Schirk? Ist kein Schirk. Aber jetzt geht es schon langsam richtig in die Bidda rein. Ja? So, dann beim nächsten Mal kam er, hat gesagt, ja, betet die doch an, damit die euch Allah näher bringen. Und Wallahi, so ist es heute bei vielen Muslimen. So ist es heute bei vielen Muslimen. Der erzählt dir, wenn du zur Hajj gehen willst, wenn du zur Hajj gehen willst, geh nicht erst zur Hajj, du musst erstmal zum Grab von Abdul Qadir Jilani gehen. Ich hab's selber mitbekommen. Erstmal zum Grab von Abdul Qadir Jilani. Dann sagen wir erstmal, Abdul Qadir Jilani ist ein großer Gelehrter. Ist ein Mann, von dem wir nur Gutes kennen. Also ich kenne nur Gutes von ihm. Sicherlich Fehler hat jeder irgendwo gemacht. Aber von ihm können wir nur Gutes. Er ist ein rechtschaffener Mensch in Schala gewesen und ein großer Gelehrter des Islam gewesen. Ja? Nichts gegen ihn. Aber hat Abdul Qadir Jilani gesagt, wenn ihr zur Hajj geht, kommt erstmal zu meinem Grab? Nein. Oder ist der Prophet, der Prophet ist unser Vorbild, ist der erstmal, bevor er zur Hajj gegangen ist, zum Grab von Abdul Qadir Jilani gegangen? Nein, natürlich nicht, weil Abdul Qadir Jilani ja erst nach dem Prophet Jahrhunderte gelebt hat. Das heißt, so fängt das an. Der geht zuerst zum Grab von Abdul Qadir Jilani und denkt, das ist erstmal sowieso schon mal Bidda. Dass du denkst, dein Besuch vom Grab hätte irgendetwas mit deiner Hajj zu tun. Ich betone, weil es wird immer bei uns erzählt, ja, Pierre Vogel sagt, wer die Gräber besucht, ist ein Muschrik. Lüge. Die Leute können nur lügen. Ich habe selber das Grab vom Propheten sallallahu alaihi wasallam besucht. Ich habe selber die Gräber von Hamza und von den Märtyrern von Uhud besucht. Das ist eine gute Tat. Da ist nichts gegen auszusetzen. Aber was da, wo etwas gegen auszusetzen ist, ist, dass du an den Gräbern Bidda machst oder an den Gräbern Schirk begehst. Zum Beispiel, du stellst Kerzen auf am Grab. Oder machst Sujud zum Grab. Oder Tawaf ums Grab. Oder denkst, dass deine Hatsch nicht angenommen wird, wenn du das Grab vom Propheten Sallallahu nicht besuchst. Das ist natürlich kein Schirk, aber das ist etwas, was eine Erneuerung in der Religion ist. Weil es sind erlogene Hadithe, die erzählt werden. Die erzählt werden zum Beispiel, man hajja falam yazurni faqad jafani. Wer Hajj macht und hat mich nicht besucht, der hat mich schlecht behandelt. Das ist eine Lüge. Ist eine Lüge, ist das. Der Prophet, und woran sehen wir das? Schon mal in erster Linie, weil es einem stark Sahih Hadithen, Sahih Bukhari widerspricht. Wo der Prophet sagt, die Reise wird zu 3 Moscheen durchgeführt. Erstens zum Masjid in Mekka, Masjid in Medina und die Moschee in Quds. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass wenn man das Grab des Propheten sucht, da ist nichts gegen einzusetzen. Dass man aber mit der Absicht gehen soll, die Moschee des Propheten zu besuchen. Weil das ist, wo der Prophet zu aufgefordert hat. Und da ist uns egal, ob es große Gelehrte gibt, die vielleicht etwas anderes gesagt haben, sondern unser Maßstab ist, was der Prophet aus ihm gesagt hat. Ja? So. Das zu diesen Sachen mit den Bildern. Ja? So. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt 2 Punkte gehabt. Einmal in Uluhiyah, einmal in Rububiyah. Kann jemand nochmal erzählen, wo das zum Schirk führen kann in Rububiyah oder nicht direkt zum Schirk führt, aber in diese Richtung geht. Ja? In die Richtung geht. Das ist jetzt kein Schirk, wenn jemand ein Bild herzustellen in sich selber ist kein Schirk. Nicht, dass es jemand falsch versteht.
Aber wo geht es in diese Richtung von Rububiyya? Kann das nochmal jemand erwähnen? Nicht schämen, ich habe es eben gesagt, ihr müsst nochmal wissen. Nein, anbeten ist Uluhiyya. Rububiyya ist die Herrschaft, Schöpfung von Allah. Anbetung, indem man andere Nimala anbetet, ja. Indem man die Bilder anbetet, ja. Und Dings, und Rububiyya, indem du wie die Schöpfung Allahs imitieren willst. Ja. Und hierbei ist es egal, ob deine Absicht eine andere Absicht ist. Weil es gibt eine Regel auch in Usul Fiqh, eine schlechte Tat wird durch eine gute Absicht nicht halal. Aber eine gute Tat kann durch eine schlechte Absicht eine schlechte Tat werden. Nochmal neu. Eine schlechte Tat kann durch eine gute Absicht nicht halal werden. Beispiel, jemand, der hat eine Freundin, schläft mit ihr und sagt, ich habe sie, weil ich will, ich schlafe mit ihr, damit sie zum Islam übertritt. Die Tat, die er macht, ist trotz alledem haram. Die wird durch die gute Absicht nicht halal. Und übrigens, der betrügt sich sowieso mit dieser Aussage. So, die zweite Sache ist, eine gute Tat kann durch eine schlechte Absicht Sünde werden. Zum Beispiel, jemand spendet, damit andere Leute sagen, MashaAllah, yeah, du bist aber ein cooler Typ. Du bist aber großzügig. Ja, das dazu. So, dann, das war nochmal, um das zu wiederholen. Jetzt gehen wir mal auf drei Hadithe ein, die in diesem Thema besprochen werden. Der erste Hadith ist, أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُدَعُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ. Diejenigen, die am heftigsten bestraft werden am jüngsten Tag, sind diejenigen, die die Schöpfung Allahs, mit der Schöpfung Allahs konkurrieren wollen, sozusagen. Und wir haben gesagt, ein Name von Allah ist Al-Musawwir, der Gestalter. Jetzt, was heißt das, wenn Allah sagt, Ashaddu Nasi Adhaben, die mit der heftigsten Strafe? Heißt das, keiner wird härter bestraft? Das wird oft benutzt, dieser Begriff wird oft benutzt und auch der Begriff, wer ist schlimmer als der und der. Aber das bedeutet, dass das ist eine Betonung, dass das eine besonders schlimme Bestrafung ist. Jetzt wird erklärt in anderen Hadithen wo. Da sagt der Prophet sallam, Kullu musawirin finnar, jeder Bildermacher ist im Feuer, yuj'alahu bi kulli suratin sawaraha, nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. Jeder, der das macht, jeder, der Bilder macht, ist in der Hölle. Und für jedes Bild, was er gemacht hat, wird eine Nefs erschaffen, durch die er in Jahannam bestraft wird. Dann sagt er, Man sawara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Und wer dann sagt er als nächstes, also erstmal heftigste Strafe, dann sagt er kommt in die Hölle, es wird eine Seele erschaffen, durch die er bestraft. Jetzt wird noch für jedes Bild, was er gemacht hat, ja, wird auch noch jemand erschaffen und Allah fordert ihn dazu auf, diesem Bild Leben zu geben. Und er kann kein Leben geben. Leben kann nur Allah subhanahu wa ta'ala allein geben. Der nächste Hadith in diesem Bereich ist welcher Hadith? Das heißt, die Strafe ist sehr gewaltig und wir sehen, wozu es führt. Jetzt sagt vielleicht jemand, ja, warte mal, aber heute, wenn ich ein Foto schieße oder wenn ich ein Bild male, wir kommen übrigens nachher auf die Kategorien Fotos, Malen, Skulpturen, Video. Wir reden nachher über die Sachen, inshallah. Ja? Jetzt sagt vielleicht jemand, ja, ich mache das nicht mit der Absicht. Aber was sagen wir zu ihm? Wir sagen zu ihm, die Leute von Nuh, seinem Volk, haben das auch nicht mit der Absicht gemacht am Anfang. Aber wozu ist es nachher gekommen? Und du machst vielleicht heute ein Bild und morgen wird es angebetet. Es ist einmal passiert in Algerien, da hat jemand einen Esel, der Esel ist gestorben, der hat den beerdigt, dann kam nachher, welche haben darüber, über dieses Grab, haben die eine ganze Kuba gemacht, ja, und dann haben die dann nachher den Esel angebetet. Bis er dann Jahre später wiederkam, hat jemand erzählt, hier ist ein Heiliger begraben und hin und her, ja, und die Menschen, Juhal, keine Ahnung von der Religion, haben dann den Esel angebetet. Und selbst der Heilige wäre sowieso auch verboten gewesen, ob der einen Esel anbetet oder einen Heiligen, spielt keine Rolle, ja. Ob du einen Esel anbetest oder einen Propheten anbetest oder einen Engel anbetest, das ist alles Schirk. Das ist alles Schirk. Der Prophet hat Dauer gemacht bei Leuten, die Götzen angebetet haben, bei Leuten, die Steine, Hölzer angebetet haben, bei Leuten, die Engel angebetet haben und Leute, die heilige Menschen angebetet haben und die Propheten angebetet haben. Alle Kategorien. Das heißt, im Prinzip ist alles
im Schirk drin und die Sünde, die nie verziehen wird, wenn man mit ihr stirbt. Wenn man vor dem Tod umkehrt, ist etwas anderes. Aber wenn man mit der Sünde stirbt, die wird nicht vergeben. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Sure 4, Vers 48. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah wird es nicht vergeben, dass man ihm gegenüber Schirk begeht, aber vergibt, was darunter ist, wem er will. Wem er will, heißt nicht Glücksspiel, sondern Allah weiß, wem er verzeiht. So, jetzt. Und ich gebe euch ein anderes Beispiel. Ich war in Mekka gewesen. Da ist jemand da, guck mal, der praktiziert von der Sunna fast nichts. Der Miskin, möge allein recht leiden. Und er kommt dort an, in Mekka, und hat ein Bild und erzählt mir die ganze Zeit etwas. Du musst dir vorstellen, da kommt jemand, karasiert, keine Ahnung von der Religion. Und er erzählt mir dann, guck mal, du musst da hingehen zu dem Scheich von mir und hin und her. Und der wird dir das Herz erleuchten und so weiter. Das soll jetzt nicht arrogant klingen von mir, aber bei mir persönlich würde es so gehen, wo ich jetzt beispielsweise am Anfang in der Religion gewesen bin, ja, und kein Bart hat und so weiter, ja, und eigentlich selber von mir wissen müsste, dass ich wenig Wissen habe, dass ich nicht zu jemandem gehe, der in Sunna-Kleidung rumläuft und mit Bart und hin und her und denke, dass ich dem etwas Neues beibringen kann, was er nicht weiß. Und dieser Mensch, was hat der in seinem Portemonnaie? Der hat in seinem Portemonnaie ein Bild von seinem Scheich. Warum? Gibt es verschiedene Gründe. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt. Aber ich weiß, warum andere das haben. Weil sie zum Beispiel denken, dass der sie beschützt. Oder weil sie denken, dann wird die Ibadah angenommen. Und so weiter und so fort. Und der denkt noch dazu, die andere Kategorie von Schirk, worüber wir reden, Esma'i wa Sifat, die Eigenschaft von Allah, dass Allah alleine die vollkommenen Eigenschaften hat. Was ist, wenn ich denke, jemand, ja, der sitzt irgendwo, meinetwegen in der Türkei oder in Marokko oder irgendwo anders, und der kann kontrollieren, was ich hier mache. Da gebe ich dem auch Eigenschaften von Allah. Und er weiß das Verborgene und so weiter und so fort. Das heißt, diese Sache ist sehr dünn und sehr gefährlich. So, jetzt, wie ist der Prophet sallam, wie ist der Prophet sallam gegen diese Sachen vorgegangen? Ali radiallahu anhu sagt, er hat zu einem Gefährten von ihm gesagt, Ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soll ich dich nicht auf eine Mission schicken, zu der Mission mich auch der Gesandte Allahs geschickt hat? An la tada suratan illa tamastaha. Dass du kein Bild lässt, ohne es kaputt zu machen. Warum? Damit, das so war der Prophet, damit nicht später Leute kommen und diese Dinge anbeten. وَلَا كَبْرٌ مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَهُ. Und kein Grab, was hochgebaut wurde, außer dass du es dem Erdboden gleich machst. Erdboden gleich machen heißt, du machst das nur so hoch, dass man erkennen kann, dass es ein Grab ist. Aber keine große Mauer drüber oder hieß und das. Und in manchen islamischen Ländern, da findest du Gräber von Heiligen, und da machen die beispielsweise, du kommst rein in diesen Schrein, ja, und dann musst du dich erstmal bücken. Warum? Damit du dich vor ihm erniedrigst. Ruku machst. Wir müssen darauf achten, das gibt es viel. In islamischen Ländern. Das heißt, wenn du da reingehen musst, musst du dich bücken. So, und dann, weil so viele Leute das Grab besuchen, haben die einen bestimmten Gang gemacht um das Grab herum. Das heißt, du kommst hier rein in das Grab, kommst dann da wieder raus. Was ist das? Tawaf. So siehst du, wie die Umma abgekehrt ist. Jetzt wird jemand sagen, ja warte mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch gesagt, dass der Scheitan aufgehört hat, zu hoffen, dass die Umma zum Schirk umkehrt. Kann doch gar nicht sein. Wie könnt ihr sagen, die Muslime, es gibt Muslime, die Schirk begehen. Sogenannte Muslime. Wenn jemand Schirk begeht, ja, natürlich, es gibt immer Ikramatul Hujja und diese ganzen Sachen, okay, aber es ist ein anderes Thema heute. Ja. Dann ist er im Prinzip nicht im Islam drin. Dann kommt er mit diesem Hadith. Guck, der Shaitan, ja isar Shaitanu, der Shaitan hat es aufgegeben, dass die Menschen in der Jazirat al-Arab zum Schirk finden. Und ihr sagt, in Jazirat al-Arab gibt es Schirk. Jetzt sagt Ibn Rajab al-Hanbali, weil wir müssen alle Hadithe zusammennehmen, der sagt, die Bedeutung davon ist, dass der Shaitan aufgehört hat, darauf zu hoffen, dass alle Menschen
in Jazirat al-Arab zum Schirk zurückkehren. Denn in einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sa'a, die Stunde wird nicht anfangen, der jüngste Tag, bis sie die Mushrikun eingeholt hat, und bis die Götzen angebetet werden. Und außerdem sehen wir heute in der arabischen Halbinsel auch Leute, die Christen sind. Das heißt, wenn jemand behaupten würde, der Shaitan hat es aufgegeben und keiner würde die Götzen anbeten, dann sehen wir die Situation. Wenn jemand sagt, Maria anzubeten oder Jesus anzubeten, ist kein Götzendienst, dann ist er selber ein Käfer. Das ist ein ganz klarer Fall. Jetzt, was hat der Prophet sozusagen gemacht, dass diese Gräber runtergeholt werden? Jetzt erzähle das mal heute. Hier, und ich habe hier mal etwas geholt von dem Buch von Hanabila. Da gibt es das Buch von Ibn Qudamah, Al-Maqdisi Al-Mughni, Buch 3, Seite 559. Ja. Und da sagt er ganz deutlich, ja, es ist nicht Mustahab, das Grab vom Propheten die Wand vom Grab vom Propheten zu berühren und auch nicht zu küssen. Und Imam Ahmed hat gesagt, das kennen wir nicht. Was heißt das, wenn er sagt, das kennen wir nicht? Jetzt kommen die Leute, die Wörter verdrehen und sagen, ja, guck, er hat gesagt, das kennen wir nicht. Ist doch kein Problem. Wenn er sagt, das kennen wir nicht und diese Sache ist eine gottesdienliche Tat, das heißt, wir machen nur gottesdienliche Taten, für die es einen Beweis gibt. Und natürlich ist es sowieso von Haram, selbst das Grab des Propheten zu erhöhen. Da guckt man, ja wie, wenn du das erzählst, sagst du, Wahhabi, dann sagen wir, war Ali radiallahu anhu ein Wahhabi? Was ist die richtige Religion? Die richtige Religion, sagt der Prophet sallallahu, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle im Feuer, illa wahida, außer eine. Und wer ist die? Die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Dann fragen wir die Leute heute, ja, wer basiert denn auf dem, wie Prophet Muhammad sallallahu und seine Gefährten? Die, wo der König von einem Land beerdigt wird wie jeder andere Mensch? Oder die, die bei jedem Menschen eine große Skulptur drüber machen, das war ein heiliger Mensch? Wir fragen, warum haben die Sahaba diese, nicht um den Propheten herum, diesen Schrein gebildet? Waren das nicht die Besten? Die Sahaba, radiallahu anhum. Warum haben die es nicht gemacht? Warum hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nicht bei den Gräbern von Hamza und den anderen Märtyrern einen Schrein darum gemacht? Ein großes Gebäude darum gemacht? Eine Kuppel über das Grab gebaut? Nein, die waren ganz normal beerdigt, sodass heute keiner weiß, wo ist das Grab von Hamza und wo ist das Grab von einem anderen. Es weiß keiner. Keiner kann dir sagen, wessen Grab ist, wessen Grab. Noch nicht mal der Name wurde dran gesetzt. Aber heute, dann findest du in den Büchern von Sufismus, findest du, dass da drin steht. Du kommst mit diesen Hadithen, dann sagen die ja bei normalen Menschen. Aber wenn das ein Heiliger ist, dann sollte man das zeigen, damit die Menschen dahin pilgern können. Das findest du in den Büchern. Dann sagen wir, Wallahi, wir wollen keinen fertig machen, wir wollen die Wahrheit. Ich frage euch, wer folgt der Rechtleitung des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Die diese Dinge verbieten, so wie der Prophet, so wie Ali radiallahu anhu, der sagt, kein Grab, das ist sehr wichtig, der sagt nicht ein Grab, le kabran, der sagt nicht irgendein Grab, leise hadal kabr, al-mushrif, la, der sagt, wa la kabran mushrifan, kein einziges Grab, was er hört ist, illa sawaitahu, das ist die Botschaft, und das zeigt, wie diese Umma, der wahre Glaube, daran festhält und ganz streng ist im Monotheismus und jeden Weg verschließt, der zum Schirk führen könnte. Manche sagen, guck mal, es gab Gelehrte, die haben die Häuser vom Propheten oder von Gefährten kaputt machen lassen. Wir sagen erstmal, sind ich die Herd von dem Gelehrten gewesen. Und es ist zu denken, dass dieser Gelehrte das mit einer schlechten Absicht gemacht hat. Erstmal.
Und man kann sich darüber streiten, ob man diese Sachen da lässt oder ob man die wegmacht. Aber ich frage euch, welchen Nutzen haben wir davon, wenn wir die Häuser von den Gefährten haben? Kein anderer Nutzen, außer dass wir das besichtigen können und wir sagen, oh Mashallah, hier haben mal die Gefährten des Propheten gelebt. Aber welchen Schaden kann es haben? Den Schaden kann es haben, dass Leute dorthin gehen, sich einen Stein rausnehmen, den in die Tasche tun und sagen, oh, jetzt bin ich geschützt, der gibt mir Baraka. Das heißt, der Schaden, der entsteht, ist wesentlich größer als der Nutzen, der entstehen kann, durch Beschauung. Das heißt, diese Gelehrten haben geurteilt nach Koran und Sunna und das war ihr Ijtihad. Wenn jemand anderer Meinung ist, dann ist er nur anderer Meinung aus Atifa. Ja? Sympathie, ach die Häuser, es war so schön, wie kann man sowas machen? Aber vom Sache her kann man ihn nicht kritisieren. Außer aus diesem Grund. Die zweite Sache ist, er hat ein Vorbild. Nämlich Umar al-Khattab, der Baum von Hudaybiyah, wo die den, unter diesem Baum haben die den Treueschwur gemacht. Der wurde später von den Leuten, von den rechtschaffenen Menschen, von Umar al-Khattab, wurde der weggemacht. Warum? Damit die Leute nicht darunter Schirk begehen und anfangen, den Baum anzubeten und sagen, ja, dieser Baum, hier war ja Hudaybiyah, hier hat mich ein Baraka und hin und her. Das heißt, du hast ein Vorbild. So, jetzt sagen wir, wenn wir zurückgehen zu Bildern, weil es war wichtig, dass wir diesen Punkt genau erläutern, damit wir auch verstehen, welcher Sinn dahinter steckt. Dann fragen wir jetzt mit Bildern. Es gibt verschiedene Arten von Bildern. Das erste ist dreidimensionale Bilder, Skulpturen. Was ist damit? Das ist mit Ijma, alle gelehrt, es gibt keine Ausnahme, es ist Haram. Egal, wie es aussieht. So, jetzt kommen einige Leute, die sagen, gab es nicht damals Mädchen, die Spielzeugpuppen hatten? Die Spielzeugpuppen haben, gab es sowas nicht? Da sagen wir, okay, erstens, die Scharia widerspricht sich nicht. Und es gibt zwei Antworten darauf. Die erste ist, dass diese Kaul Mansuch ist. Widerlegt. Wurde später durch den Verbot aufgehoben. Zum Beispiel Alkohol. Am Anfang wurde auch Alkohol getrunken, das wurde später verboten. Weil die Weisheit war in der Scharia, dass die Menschen langsam aber sicher zur Zeit des Propheten an die Ahkam, an die Regeln herangeführt wurden. Zum Beispiel das Gebet wurde erst im 10. Jahr nach Hijra zur Pflicht gemacht. Heißt das jetzt ja wieder, das Gebet war doch damals auch keine Pflicht, ist jetzt auch keine Pflicht. Das heißt, dieses Verbot kam erst später. Die zweite Sache ist, was man bedenken muss, ist, dass diese Puppen, die damals hatten, nicht aussahen wie die Barbie-Puppen von heute. Ganz genau, Augen, dies, das. Sondern das waren Leute, Sachen, die aus Lappen hergestellt wurden. Die ganz primitiv aussahen. Die überhaupt gar keine Ähnlichkeit mit der Schöpfung haben. Heute zum Beispiel sagen einige Lehrte, wenn man jetzt solche eine Puppe hat und man macht die Augen weg oder den Kopf weg, dass es entstellt ist, dann kann man das auch anhaben. Ja? Ja? In dieser Sache. Das ist also was ganz anderes. So. Das heißt, Skulpturen sind mit Ijma verboten. Dann. Nächste Sache ist Zeichnungen. Das ist zweidimensional. Zeichnungen oder Bilder gemalt. Übrigens bei Skulpturen, hiermit ist gemeint Skulpturen von Lebewesen. Und jetzt Zeichnungen von Lebewesen. Das heißt Menschen, Tiere. Manche Gelehrte haben sogar gesagt Pflanzen. Aber die meisten haben gesagt, nee, Pflanzen gehört nicht dazu. Aber einige wenige haben gesagt Pflanzen auch. Hier. Oder zum Beispiel auch Zeichentrick, Märchenfiguren. Ja? Wie zum Beispiel eine Fee oder Engel, diese Sachen. Ja? Ist von allen vier Madhahib, Ibn Hajar, Imam Nawawi sagen, Al-Haram. Das heißt, wo du ein Bild malst von einem Menschen und so weiter, sagen es alle Haram. Und der Beweis dafür ist auch, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in ein Haus nicht reingegangen ist. Warum? Ausgrund der Zeichnungen. Weil es dort Bilder, einen Vorhang mit Bildern gab. Ist er nicht in das Haus hineingegangen. Ja? So, jetzt kommt das Nächste. Jetzt kommt Spiegelbild. Nächstes Spiegelbild. Und Spiegelbild ist erlaubt. Warum? Weil damals auch ins Wasser reingeguckt wurde und keiner hat gesagt, es ist verboten. Das ist also eine Lichtreflektierung. Eine Lichtreflektierung. Hier sagt man auch, dass Live-Übertragungen sind nur eine Übertragung von Licht. Live-Übertragung. Über Video reden wir gleich. Live-Übertragung. Live-Übertragung, Spiegelbilder ist erlaubt. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir das Problem haben. Wir haben Zeichnungen gehabt, wir haben Skulpturen gehabt, jetzt kommen wir zu Fotos. Weil damals gab es ja keinen Fotograf. Ne? Was machen wir jetzt mit Fotos?
Ist das jetzt, weil Foto ist jetzt zwischen B, Zeichnungen, Malen, und zwischen C, Spiegelbild. So, hier sagen wir, es gab einige Gelehrte, die gesagt haben, ein Foto ist wie ein festgehaltenes Spiegelbild. Ja? Oder wie festgehaltene Zeichnungen. Das haben einige Gelehrte gesagt. Die meisten Gelehrten haben gesagt, ein Foto, es ist kein Unterschied, ob du ein Bild machst durch ein Malen, durch einen Stift oder das Instrument ist ein Knopfdruck. Das heißt Knopfdruck oder das heißt, dass das Instrument, womit du das Bild herstellst, hierum geht es nicht. Der Prophet Sassam hat nicht gesagt, man rassama suratan, wer ein Bild zeichnet oder malt, sondern hat gesagt, man sawara suratan, wer ein Bild herstellt. So, jetzt, Sheikh Uthaymin beispielsweise, einer der großen Gelehrten des letzten Jahrhunderts, sagt, und auch noch dieses von diesem Jahrhundert, weil er ist im Jahr 2001 gestorben, er sagt, und in Hijri sowieso von diesem Jahrhundert, er sagt, selbst wenn bei dem Foto, der Punkt, dass du die Schöpfung imitierst, nicht zutrifft, so ist trotzdem die Wasila zum Schirk noch gegeben. Das heißt, du hast immer noch, wir haben eben gesagt, viele haben ein Bild hängen und das Bild wird vielleicht irgendwann angebetet. Das heißt, Wasila zum Schirk ist vergeben. Und wenn du ein Bild zu Hause hängen hast, der Prophet sagt, die Engel der Barmherzigkeit, sagen manche, kommen nicht in ein Haus, wo ein Bild hängt und ein Hund drin ist. Das heißt, du hast es so oder so. Und da kommst du nicht drum rum. Du kommst nicht um Wasila zum Schirk, kommst du nicht drum rum und du kommst nicht darum, und du findest keinen Ausweg bezüglich, dass die Engel nicht reinkommen. Ja? So, das Fotos. So, jetzt kommen wir zu Videos. Zu Videos, jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen da. Das ist wirklich, sagen wir mal, also bei Fotos und diese ganzen Sachen sagen wir einfach, die meisten Gelehrten und die Argumente sind einfach stärker, dass einfach das Foto wirklich verboten ist. Ja. Außer natürlich in Notwendigkeiten, zum Beispiel Reisepass, Führerschein und sowas. Da kannst du ja nichts machen. Du kannst ja, oder wenn du auf dem Geld, auf dem Geldschein Kopf hast, du kannst ja nicht den Geldschein jetzt kaputt machen, ne? Da bist du pleite oder so. Und du lässt dann alles in Münzen umzahlen. Das funktioniert ja nicht. Ja? Das heißt, diese Sache ist sehr wichtig. Ja? Das heißt, solche Sachen sind Notwendigkeiten. Und ich persönlich, wer kennt meine neue Seite Einladung zum Paradies.de? Wer kennt die? MashaAllah. Ist euch was aufgefallen, was sich verändert hat? Ja, Design sowieso, aber jetzt beim neuen Design hat sich was geändert. Keine Fotos. Genau. Ich hatte nämlich am Anfang, weil ich habe mit Yusuf Estes geredet, er hat in dieser Sache eine andere Meinung. Ja, und ich bin da ein bisschen schwanken gekommen, weil ich gesagt habe, weil wir haben gemerkt, diese Fotos, die haben eine große Wirkung auf die Leute, auch bei den Plakaten. Das heißt, die Leute wirklich, die sehen den Menschen um mit Bart und so hin und her und da spricht die an, ah, wer ist denn da? Das spricht die Leute mehr an als einfach ein Plakat. Aber wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass du etwas machst, was haram ist und es ist bei Allah gut. Kann nicht sein. Weil Allah gibt dir Baraka. Und ich habe am Anfang gesagt, das wirkt gut. Ich fand, also von mir persönlich, mein Geschmack, vom Geschmack her, man kann natürlich einen anderen Geschmack, aber ich fand, das sah gut aus mit den Fotos. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich will in dieser Sache auf Nummer sicher gehen. Auch wenn einige Gelehrte, es gibt einige Gelehrte, die das als Halal gesehen haben. Ja. Wie gesagt, es gab keine Fotos, aber die stärkere Meinung ist ganz deutlich, dass nicht erlaubt ist. Was Videos angeht, hier gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Weil das sind alles Dinge, und hier, Brüder und Schwestern, möchte ich eine Sache sagen. Guck mal, der Prophet Sassam hat gesagt, innel halale bayin, das, was erlaubt ist, ist klar. Wa innel harame bayin, und das, was verboten ist, ist klar. Wa baynahuma umurun mushtabihat, und dazwischen gibt es zweideutige Sachen. Das heißt, der Prophet Sassam hat das schon vorausgesagt. Und da liegt eine Weisheit drin, dass wir uns bemühen, wie in diesem Fall, dass wir sagen, wir suchen wirklich nach der Wahrheit. Und sagen nicht einfach, ja, das gefällt mir, folgen der Hauer, sondern folgen der Wahrheit. Was das Video angeht, selber, so haben die meisten Gelehrten gesagt, dass so etwas geht. Warum? Weil das eine ganz andere Natur wieder ist von einem Bild. Aber einige Gelehrte, wie zum Beispiel Sheikh Albani, sagt nein.
Warum? Wir reden nicht von Live-Übertragung. Live-Übertragung haben wir eben geredet, ist übertragenes Licht, ist kein Problem. Wir reden von, weil er sagt, guck mal, ein Video, es sind immer kleine Bilder, die schnell hintereinander abgespielt werden. Aber wie gesagt, ich denke, das ist meine persönliche Meinung, man kann gerne anderer Meinung sein in diesem Dings, dass das beim Video, dass das eine Sache ist, die auf jeden Fall geht. Ich wollte euch diese Botschaft rüberbringen. Ich hoffe, dass es einiges genutzt hat. Wie gesagt, zu Hause, wenn man irgendwelche Bilder an der Wand hängen hat, zumindest wenn, auf jeden Fall von der Wand wegmachen, dann in Zukunft darauf achten, auch bei Kindersachen, dass man keine Kindersachen kauft, wo irgendwelche Bilder drauf sind. Das heißt jetzt, ich rede nochmal Bilder von Lebewesen. Dass man in Zukunft darauf achtet, wenn man Zeitung nach Hause bringt, dass man ihn nicht zu Hause liegen lässt, wenn, dann direkt liest und wieder wegmacht. Oder auch wenn man Bücher hat, wo Bilder drin sind, ja, dass man diese Bilder zum Beispiel unkenntlich macht. Zum Beispiel, man kann einen Streifen über das Gesicht kleben oder man kann das mit dem Stift zumachen. Das sieht man bestimmt. Das ist etwas, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das etwas weitergeholfen hat, von den Ahkam, von den Regeln her. Und dass uns das auch weitergebracht hat im Verständnis von dem Tauhid im Islam.